Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. So, wir kamen hier von der Mama See Emperor und ich würde sagen, wir fangen hier auf der rechten Seite an mit den Türen. Wir müssen durch diese und auf der anderen Seite auch durch die Türen durchgehen. Möglichst hier mit dem Krebs. Hui! So, jetzt müssen wir noch die Schlüpfenzyme herstellen. Ah ja. Jetzt weiß ich nicht genau, was man hier bekommt und wo wir hier sind. Aber das werden wir noch rausfinden. Ich glaube, wir sind auf der Insel gelandet, hä? Kann das sein? Nee, sind wir nicht. So, wir sind hier. Das ist hier Pilzbiom, ne? Das Kusch. Kuschbiom ist das hier. Was brauchen wir denn von hier? Sag mal, hasset bald! Ich meine, es hackt! Das gibt's ja wohl nicht. Beißen die mir hier den Krebs kaputt? Ich weiß, die Seeds, die waren relativ nah bei den Höhlen. Ich meine, ich bin damals hier rumgetaucht irgendwo. Ich weiß halt nicht mehr genau, was ich hier geholt habe. Augenstängel, Pilzprobe, Geisterkraut, Lampenbusch. Ach, die Dinger da unten. Das sind doch hier die Teile. Alles klar. So, das war's schon, was wir hier machen mussten. Jetzt geh du mal hier weg von meinem Krebs. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht auch noch Augenstängel finden oder sowas. Was liegt denn da? Was ist da denn? Was ist da denn für ein Teil? Ach, das ist so ein Wurm, Elektrowurm, ey. Gibt's hier keine Augenstängelchen? Zufälligerweise. Die sind eher in Höhlen, ne? Naja, komm, ich geh mal hier raus. Mach mal hoch hier. So. Okay. So, da haben wir das auf jeden Fall mal. Und dann müssen wir jetzt mal durch das nächste Portal gehen. Mal gucken, was wir da so finden.
Ich weiß ja, dass ich die Augenstängel habe ich ja, glaube ich, sogar daheim an der Base angebaut. Im Notfall müsste ich die da holen gehen. Okay, so, wir sind wieder hier. So. Das war Tür Nummer 1. Dann sind hier ist, da ist das, die Wasserrutsche. Jetzt müssen wir mal hier rein. Oh, kommt man denn da nicht hoch? Skinner. Schweinerei. Zack. Ruckzuck. Ja, man sollte halt nicht Orangensaft trinken, wenn man es nicht kann. Ach, Jones. Scheiße. Mann. Ah. Erst muss ich niesen, dann bin ich zu blöd, O-Saft zu trinken. Ach, wir sind... Ah, hier sind wir. Ah, alles klar. Ja, dann lass mal hier. So, hier müssen wir hin. Alles klar. Da? Hier. Pilzprobe. Oh, erzähl uns noch was? Augenstängel und Geisterkraut. Ja, ne? Dann. Ab, wieder hier runter. Lithium drin. Ich dachte, da wäre mal ein Diamant drin oder so. Nein, Lithium. So ein Dreck. Ich komme nicht rein in das doofe Ding. Das gibt's nicht. Ich bin einfach zu dick für dieses Portal. Ach, herrlich. So. Bitte nehmen Sie nun Ihre Kotztüten noch hervor. Uiuiuiui. So, das war Tür Nummer 2. Dann müssen wir da hinten rein. Na, schauen wir mal, was sich hier hinter der Tür verbirgt. Hier ein Weg. Ach, da unten sind Augenstängel. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch einmal Geisterkraut. Also ab zurück. Nächste Tür. Ruckzuck geht das hier, wenn man das hier einmal gemacht hat und man weiß, wie es geht. Mhm,
Ach ja. Ja, Leute, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende des Spiels. Keine Ahnung, wie viele Folgen wir noch schaffen. Vielleicht noch eine oder zwei. So, das war jetzt hier die Tür. Jetzt müssen wir da nicht rein, aber da vorne rein. So. Das gibt's nicht. Da hängst du dann an dem blöden Ding da. Ach genau, die sind hier, die Geisterkräuter, die sind im Lost River. Stimmt, da war ja was. So, hier ist auch die grüne Soße, wo jemand geschrieben hat, er bekommt da Schaden. Also beim Krebs bekommst du hier keinen Schaden drin. Definitiv nicht. Nur mit der Motte oder wenn du da rein schwimmen gehst. So, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann müssen wir jetzt hier raus. Wir gehen hier raus. Und müssen hier links ums Eck. Hier links ums Eck gehen. Ne, da sind doch welche. Geisterkreuzer. Schnell noch scannen. Oh, Scheiße. Nicht gut. So. Okay, so, dann haben wir das auch. Dann müssen wir jetzt erstmal zurück und dann gehen wir mal ins Boot. Gehen uns mal schnell was zu trinken holen. Ich glaube, ich bin eben von links gekommen, ne? Ja, schauen wir mal, ob das hier auch geht. Ich glaube, ich muss das sowieso an Bord herstellen im Fabricator, ne? Das Schlüpfenzym. Von daher passt das ja ganz gut gerade. So, okay. Dann raus hier. So, ich bohre noch schnell die Ionenwirbelchen hier weg. Ich weiß zwar nicht, ob ich die überhaupt noch brauche. Vielleicht für Ionenbatterien oder so. Sehr schön. Wunderbar. Auf geht's. So. Perfekt. Was machst du hier drin? Bäh. Vital signs stabilizing.
Okay. So, jetzt könnten wir auch mal zur Abwechslung speichern. Dann haben wir das auch mal gemacht. Da, Enzyme zum Schlüpfen. Juhu! Ein schlüpfriges Enzym. Okay, brauche ich jetzt sonst noch was? Ich könnte mal gerade hier... Ich mach mal so. Obwohl, warte mal, Moment. Zwei Batterien habe ich da noch. Dann habe ich hier noch ein Lithium in der Tasche, was ich glaube ich nicht brauche. So. Orange, violette. Ich weiß nicht, ob ich noch eine blaue Tafel brauche. Ich mache noch eine. Man kann ja nie wissen. Oder eine Orange, ne? Ah, habe ich noch. Orange, lila, blau. Alles klar. Ja gut. Cool. Wunderbar. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Achso, Moment, warte mal. So, nur für den Notfall. Man weiß ja nie, ob man nicht zufälligerweise mal was trinken will, wenn man im Vulkan schwimmen geht. Könnte ja mal vorkommen, dass man Durst bekommt. Upsala. Bin gerade glatt für den Pfosten umgerannt. So. Juhu. Ja, wenn das mal kein perfekter Absprung war. So. Hier, die Mama ist schon da. Na, ihr? Ja. Jetzt bin ich Papa geworden. Herrlich. Gibt nur ein Problem dabei, bei der ganzen Sache. Die Mama muss leider in Gras beißen. Tut mir ja schrecklich leid. Tja. So, jetzt haben wir das gemacht. Seeimperator Jungtier. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land, or a creature so small
It sees the gaps between the grains of sand. Farewell. Ja, es ist schon traurig, ne? Naja. So, haben wir mal gerade Luft. Hier, die Eier des Seeimperators. Wenn ihr das gerne lesen möchtet. Und wir haben hier noch... Also das Geisterkraut, was ich eben gescannt habe. Und wir haben hier noch die Leviathane, die Jungtiere. Genau. Okay. So. Was wir jetzt noch machen müssen ist, die sind ja jetzt geschlüpft, die Jungen. Und wir müssen jetzt hier, wenn wir hier rausgehen, das muss ich mal gerade überlegen, wir müssen hier raus. Wenn wir hier durch das Portal gehen. Dann kommen wir bei der Abschusseinrichtung raus. Genau. Hier ist die Abschusseinrichtung. Und hier ist auch schon Enzym 42. Kann man selbst scannen machen. Keine verbliebenen Anzeichen einer bakteriellen Infektion. So, das kann man nicht mitnehmen. Hier sind die Jungtiere. So, jetzt können wir hau ab, du blöder Warper. Wir gehen jetzt direkt hier rein, in das Ding hier. Nachdem wir uns jetzt gerade geheilt haben. Gehen wir direkt hier in die Abschussbasis. Ich glaube, ich habe noch Tafeln in der Tasche, ne? Oh ja, könnte gerade so reichen. Uah. Uiuiuiui. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ne, hier ist das Portal. Da müssen wir doch nach oben. Na, warte mal, ich lass mal den Krebs hier stehen. Hier noch was Wichtiges drin? Ne, nur, ja, komm, ich nehme mal einen mit. Ich nehme alle drei mit. So, dann müssen wir doch hier nach oben latschen. Dann können wir nämlich jetzt direkt die Abschusseinrichtung deaktivieren. Konnten wir ja vorher nicht, weil wir infiziert waren, aber jetzt wird das gehen. Okay.
aber sie ist deaktiviert. Sehr gut. Alles klar. Das heißt, jetzt runter in den Krebs, mit dem Krebs zurück ins U-Boot, mit dem U-Boot raus aus dem Lost River, zurück zur Base, beziehungsweise zurück zur Base, und zwar zur alten Base, nicht zur Base im Lost River, sondern ganz raus, und dann mit der Seemotte zur Aurora in die Kapitänskabine den Code holen, beziehungsweise den Bauplan holen, Rakete bauen, abhauen. Schaffen wir nächste Folge, glaube ich. Würde ich mal tippen. Ich glaube nicht, dass uns da viel für fehlt. So. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier aus der Nummer nochmal raus. Wo war denn jetzt der Lift? War der da hinten oder war der hier? Der war da hinten, ne? So. Und hops, hier noch hoch. War wieder so ein Partikel-Glubschi ist hier wieder vorbeigeschwommen. Sehr gut. Dann hier runter. Stufen hier. Ganz schlimm. So. So, die bohren wir noch weg. Sehr gut. So, und dann geht's hier raus. Durch das Kyanid noch abbohren. Könnte man eigentlich machen, ne? Man weiß ja nie, wofür man es noch braucht, plötzlich. So. Aber kann das sein, dass der Seedrache irgendwie genervt wurde? Ich hab den irgendwie aggressiver in Erinnerung. Vielleicht habe ich mich auch einfach damals nur dümmer angestellt. Könnte auch sein. Wahrscheinlich. Also ist zumindest mal stark von auszugehen. So. Sehr gut, haben wir das auch.
zu reparieren. Welcome aboard, Captain. Kann man das immer so einfach andocken? Captain, all systems online. Zweimal Kyanid kam da nur raus. Also nicht viel. So. Die Würfelchen hier rein. Die Batterien hier rein. Achso. Na warte mal, dann machen wir mal. Oh, das ist auch egal. So, auf geht's, auf nach Hause. Raus aus der Nummer hier. Wir sind noch vollgeladen, trotz stromfressender Parasiten. So. Ist denn der Seedrache schon wieder? Irgendwie merkwürdig. Der war doch viel aggressiver früher. Naja, gut. Ich bin nicht böse drum. So, da vorne geht's raus. Und dann gucken wir, dass wir hier rauskommen aus der Nummer. Geht's hier raus? Nee. Hä? Oder doch? Nee, hier geht's nicht raus, ne? Nein, da geht's nicht raus. Hat ein wenig getäuscht. Aber hier sind wir doch vorbeigekommen an den Dingern hier, ne? Na, dann ist er da vorne irgendwo, wo das rausging. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber da ist auch der Seedrache. Warum schwimmt der da hin? Und der war doch sonst immer bei der Base. Na ja, gut. Alles nicht so schlimm. Schwimm du ruhig da vorne rum. Ich fahr hier rum. Sieht richtig aus. Warte mal, ich schalte meinen zweiten Gang. So, okay. Dann sind wir schon mal hier. So, warte mal, dann parken wir gerade hier. Ich gehe mal gerade gucken hier. Ich muss mal kurz hier auf die Karte gucken. Active Lava Zone. So, Exit. Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Achso, ne, ich muss noch ein Stück höher. Der zeigt mir noch die falsche Karte an. So. Wir müssen hier hinten raus. Alles klar. Also 180 Grad drehen.
So. Noch ein bisschen hier absacken. Muss jetzt erstmal selber gucken, dass ich den Ausgang finde. Hier aus diesem übelsten Ding hier. Ja, Warper klingt schon mal gut. Ich glaube, hier geht's raus. Da ist, hier ist das Kraftwerk. Nicht mehr genau, wo das rausging hier. Müsste doch irgendwo rechts reingehen. Hä? Okay. Ah. Ist weiter links. Da ist der Seedrache. Das ist jetzt uncool. Da nach oben oder was? Beim Seedrachen? Hier sein. Hier? Das ist jetzt gerade ziemlich uncool. Das ist doch, oh Scheiße. Das ist jetzt gerade ziemlich uncool, dass da. Mal abtauchen. Erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Huch, die Folge hat ja schon Überlänge. Sowas Doofes aber auch. Ich fahre gerade in die falsche Richtung. Vielleicht ist hier ein Ausgang. Aber da geht's nach Osten. Ja, genau. Wir fahren da rein. Mal da durch. Bin ich denn hier, ey? Hier rein müssen wir. Hier, so, alles klar. Hier ist der Ausgang. Siehst du, wusste ich doch, dass das hier irgendwo war. So. Alles klar, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das Schlimmste gepackt. Oh, Scheiße. Oder auch nicht. Mach das Feuer aus. Dass ich hier rauskomme. Ja, wie lang denn noch? Also nochmal richtig Action hier am Ende.
muss mein Boot reparieren gehen. Mein Gott, nochmal. Jetzt dachte ich, wir gucken hier gemütlich raus. Nein. Kommt noch sowas. Wart das? Ja, hier sind noch ein paar Löcher. So, hier ist auch noch eins. Sehr schön. Wunderbar. So, liebe Leute, wir haben es gepackt. Wir sind raus aus dem Lost River. Wir haben es geschafft. Jetzt nur noch rausfahren und dann bauen wir die Rakete. Beziehungsweise gehen in die Aurora und bauen dann die Rakete. Okay, so wird's weitergehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen da. Bis moin und tschüss.